Herzlich willkommen, Animal Crossing-Freunde und Freunde. Ja, Melinda hat mich gerade ganz schön verarscht. Die hat so gesagt zu mir: Oh, es gibt neue News. Ah, nee, doch nicht. Und irgendein Fleck ist auf meinem PC, beziehungsweise meinem Monitor. Habe ich mal eben weggemacht. Ja, danke schön, Melinda, für diesen Prank. Oh, mir ist so. Auf einem Spaziergang hatte ich plötzlich den Drang, dir zu schreiben. Das setze ich nun in die Tat um, muss aber feststellen, dass ich dir gar nicht so viel zu sagen habe. Ich hoffe, es freut dich trotzdem. Ja, ich habe gerade über eine Stunde Minecraft Dungeons aufgenommen. Also einen Dungeon. Ja, einen Dungeon, ja. Und wow, das war echt wow. Ja, okay, Leute. Dann. Rechts konnte man es gerade schon sehen. Aber erstmal gehen wir zum Rübenpreis. Denn wir gucken uns heute mal die Blume an. Wir haben ja fünf Blumen bekommen, ne? Oh, ein Herd. Den Herd haben wir, glaube ich, noch nicht. Gasherd. Den hole ich mir mal hier. Genau. Wir wollten ja diese Blumenpflanzen haben, die man als Gartenlampen benutzen kann. 60 Sterne ist okay. Am Montag hatte ich 125 oder so. Im Schrank gucke ich schon gar nicht mehr nach. Halte ich für eine Zeitverschwendung tatsächlich. Ist Rainer da? Oh, Rainer ist da. Cool. Sehr schön. Gehen wir trotzdem mal eben nochmal den Strand ab wegen dem Rezept. Oh, hier ist ein Fossil. Hätte ich fast übersehen. Und Leute, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, ja, was ich für ein Glück die letzten 2 Tage habe. Uns fehlen ja nicht mehr viele Fossilien und ich habe 2 Fossilien gefunden, die Eugen noch nicht hat. Und die geben wir gleich mal ab. Mann, 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 da hatte ich echt Glück die letzten 2 Tage. Hätte ich echt nicht mitgerechnet, ja. Weil es müssten dann, glaube ich, alle schon sein, oder? Dann haben wir, glaube ich, alle. Hier haben wir noch ein Fossil. Oh, und ich freue mich auf den nächsten Monat hier in Animal Crossing. Ist ein Monat näher an den Herbst. Am Herbst. Dings. Wie fahren wir denn? 9:32 Uhr. Gut, dann. Wie viel Geld habe ich? 60.000 reicht. Dann gehen wir da mal rein. Was habe ich gestern für eine Serie geguckt? Ich habe Haus des Geldes mal endlich angefangen. Die stand schon sehr, sehr lange auf meiner Liste tatsächlich, aber ich hatte irgendwie immer keinen Bock auf die Serie. Ich weiß auch nicht. Also weiß ich auch nicht, wieso, aber. Ja, ich wollte dann einfach immer nur andere Serien gucken, ja, und nicht Haus des Geldes. Oh, Tanzschreckchen. Okay, nehmen wir mal mit. Genau, das habe ich dann gemacht. Ich bin, glaube ich, bei Folge 2 oder so. Und es ist echt spannend, wirklich. Das gefällt mir tatsächlich. Ich weiß, jahrelang haben mich Freunde darauf angesprochen, Moritz, du musst das endlich schauen, ja? Du schaust so viel, aber wieso schaust du Haus des Geldes nicht? Ja, ich so, ja, keine Ahnung. Irgendwie, für mich hörte sich der Titel immer sehr, sehr langweilig an, Haus des Geldes. Ja gut, da hat dann eine Familie wahrscheinlich reichlich Geld oder so und lebt dann wie im Denmark-Clan, obwohl Denmark-Clan mag ich ja eigentlich. Hallo, Benjamin. Ich werde den größten Fisch angeln, den man auf dieser Insel erwischen kann. Wei, wei. Okay, kann ich dich trotzdem ansprechen? Zur Hantel. Es will einfach keinen Fisch anbeißen. Ja, du hast auch keine Angelschnur. Deswegen nicht. Aber ist in Ordnung. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. So, wir sind immer noch auf der Suche. Ich habe gestern auch eine Muschellampe als Rezept bekommen. Fand ich ganz cool. Und Bambushock haben wir, glaube ich, schon. Ah, ne, oh, haben wir nicht. Bambushocker, zeig mal her. Zeig mal her. Oh ja, sieht in Ordnung aus. Sieht jetzt nicht nach irgendwas Besonderes aus. Oh nein. Ich wusste es. Ich
wusste es. Nee, nee, weiche von mir, Dämon. Weiche von mir. So. Hier habe ich sie hingelegt. Alter, wir haben so viel. Ich habe so viele Fossilien mittlerweile. Na gut, gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein. Hallo Eugen. Huch. Oh, ich bitte pardon. Willkommen im Museum von Nimmerland. Stempeljagd, ja, ja, Ruhe da. Stempeljagd braucht kein Mensch. Sorry. Das hätte echt an einen Tag gereicht. Fossilien analysieren. Ich hab hier ein paar. Nicht nur ein Pfund, sondern gleich mehrere. Das ist ja mal was. Hier ist leider nichts dabei. Ich will etwas stiften. So, hier. Spinosaurus und Säbelschwanz-Dings. Dann wollen wir welche Freude einen solchen Spende nämlich mit Vergnügen entgehen. Aber bitte, Sie brauchen die Stücke nicht einzeln hervorzuholen. Ich nehme Ihnen die Mühe ab. Kann ich Ihnen noch mit irgendwo. Lol. Fehlt uns echt nur was? Nein! Okay, wir gehen mal runter. Ich bin gespannt, was uns fehlt, Leute. Ich bin gespannt, was uns fehlt. Oh, ich war mir so sicher. Hier haben wir alles. Hier müssten wir alles haben. Oder gibt er uns überhaupt keinen Text, wenn wir nicht alles haben? Weil nicht. Oh, Moritz, du hier? Ja, lass uns bauen. Also diese Evolutionsstammbaum, da haben wir ja Tiere auf der ganzen Welt. Ja, ja, ja. Okay. So, das sieht hier alles sehr, sehr komplett aus. Ich glaube, hier fehlt der Schwanz, oder? Fehlt da der Schwanz? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ja, aber... Weil ich weiß ich jetzt so hundertprozentig nicht. Weil sonst haben wir hier alles. Wir haben hier alles. Ne? Da oben haben wir den Meteor. Also ich glaube, wir haben eigentlich alles. Dann fehlt uns nur dieser Schwanz da. Okay. Ich würde jetzt nur noch eins. Einer. Ich gucke. Das ist irgendwie nur ein Totenkopf, wie auch immer. Wahrscheinlich der Steinmensch oder so, keine Ahnung. Okay, okay. Ich hoffe, man, schade. Ich dachte, wir hätten das Museum endlich durch. Ich meine, ich glaube, eine große Belohnung gibt es eh nicht, weil die goldene Schaufel kriegen wir eh nicht von Eugen. Sondern von Gilliver, der irgendwie. Ja. Einmal im Monat vielleicht kommt. Ich weiß auch nicht, was Gilliver immer macht. Der kann auch mal öfters kommen. Mann. Vielleicht ist jemand auf dem Festplatz. Müsste ja eigentlich. Ah ne, Rainer ist ja da. Stimmt. Oder geht das beides? Müssen wir mal gucken. Ob beides geht. Zeig mal. Oh, da oben wäre noch ein Fossil, aber. Ehrlich gesagt, Fossilien interessieren mich mittlerweile jetzt nicht mehr. Aber da wir noch eins brauchen, interessieren die mich doch noch. So. Gib her. Gib her. So, auf zu Rainer. Oh, da muss ich wieder so eine Internetseite aufmachen, ne? Okay. Ah, ne, im Discord-Server, glaube ich, waren die Bilder alle. Discord. Geht schon mal auf die Seite. Insektengemälde. Okay. Schatzkutter. Okay, das lädt jetzt ja erstmal alles. Okay, okay, okay. Dann lad mal. Ja gut. Oh, lala. Darf man das zeigen? Oh, der Kamin ist schön. Okay, wir fangen hier mal an. Armutsgemälde.
Hatte David ein Buch im Kopf, weil dann ist das eine Fälschung. Armutsgemälde. Ich suche gerade noch. Erstmal anschauen, bitte. Da unten war noch ein Bild von allem, oder? Ja. Dann zeig mal bitte her. Ah, oh, das ist aber. Ah, das ist so. How to spot. The fake one features a larger version. Ah. Okay. Was ist denn jetzt die Fälschung hiervon? Was ist denn die Fälschung hiervon? Gibt's das nicht auf Deutsch? Okay, wir müssen hier nochmal nachgucken, wo das Armutsgemälde ist. So. Okay, hier. Okay, die große ist tatsächlich die Fälschung. Okay, das ist eine Fälschung. Sehr schön. Hat David ein Buch in der Hand? Dann ist das nämlich auch die Fälschung. Ja, hat er. Okay, trotzdem hole ich den mir, glaube ich, nachher. So, dieses Feierliche hier unten. Ich meine, das hätten wir schon, oder? Altertumsgemälde. Erstmal anschauen, bitte. Wo ist es? Ist hier? Düt. Da ist das Gemälde. Okay, warte mal. Die Fälschung war hier links. Okay, dann ist sie hier auch links. Können wir da näher dran? Ja. Was ist denn hier überhaupt? Ach so, da kommt viel Wasser raus. Das ist die Fälschung. Okay, das ist auch eine Fälschung. Dann ist also die Statue da die echte. Die echte. Oh, du bist die echte. Du Kriegerstatue. Erstmal anschauen, bitte. Nicht, dass David gleich doch noch der echte ist. Das wäre ja was. Oh. Ich wollte noch mal anschauen, aber ist in Ordnung. Ich suche gerade hier. Aber ich finde die Statue gerade nicht. Finde die Statue gerade nicht. Ja, mit die Statue. David. Fälschung war tatsächlich das Buch. Ja, gut, dann muss es ja eh sein. Fehler der Fälschung. Die Fälschung hält ein Schwert. Ja, der hält kein Schwert. Okay, dann nehmen wir den. Ja, bin dabei. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und dann nehmen wir noch den Kamin. Ja, der Kamin ist echt schön, Herr Rainer. Das ist echt cool. Okay, tschüss, Rainer. Achso, wir müssen hier raus. Ach, schön, dass Rainer auch mal wieder vorbeigeschaut hat. Wir können auch gerne öfters kommen. Oder hier einen Laden errichten, ja? Damit ich jeden Tag da was kaufen kann. Das wäre auch schön. So, wir werden heute die Brücke hierhin platzieren. Achso, ich wollte euch noch die Lampe zeigen. Okay. Dann 1, 2, 3, 4 und 5. Habe ich den im Inventar? Ja, habe ich tatsächlich. Okay. Dann laufen wir mal wieder nach Hause. Zu Haus, nee. Weil ich weiß nicht, wie das Lied geht. Oh, ich wollte nicht hochgehen. Ist oben überhaupt was? Ach so, Wiese. Wiese. Da.
Ich habe gestern echt viele Streams geschaut, merke ich gerade. Erstmal habe ich Just Becky geschaut, dann habe ich Pete's Meet 8 Stunden hier Civilization geschaut, ja. Das war auch, oh, das war hart für mich. Und dann bin ich zwischendurch echt langweilig, weil da niemand Krieg gemacht hat. Ich meine, Krieg ist nichts Schönes, ja, aber dann so ein Spiel, ja, was eigentlich dafür vorhergesehen ist, Krieg zu machen. Aber ist in Ordnung. So, Leute. Hier, platzieren. Oh, schön, oder? Sieht echt gut aus. Ah, oh, das gefällt mir sehr. Oh, ich hoffe, es gibt noch mehr solche Blumen. Dass man die daraus eine Lampe machen kann. So. Ja gut, Leute. Dann gehen wir jetzt hier raus. Schnell raus. Platzieren die Brücke. Platzieren die Brücke. So, zu. Super, alles zu. Hallo Maus. Die spreche ich nicht an. Jetzt die Frage, welche Brücke nehmen wir überhaupt? Also so eine Steinbrücke weiß ich nicht. Weil wenn es so geheim sein sollte, dann sollten wir vielleicht eine Holzbrücke nehmen. Oh, Infrastruktur. Brücken. Eine bauen, bitte. Ist heute Donnerstag? Nee, ne? Heute ist Mittwoch. Ja. Also entweder so eine Hängebrücke. Nee, nee, nee. Die sind zu modern. Nee, dann wäre ich eigentlich sogar für eine Hängebrücke. Und ob. So, eben noch kurz hier gucken. Hier ist nichts. Und heben noch ein bisschen Geld ab. Oh, 200, super. Und den Nuckmann einlösen wollte ich jetzt nicht. Weil ich habe gelesen, es gibt neue Kleidungsstücke, oder? Okay, hier nicht. ich wollte Bankautomat. Nehmen wir 200.000. Haben wir nämlich noch Geld. So. Gehen wir noch eben in Nook Shopping rein. Besondere Waren. Oh, Teleskop ist cool. Nebel-Shirt. Okay. Nehmen wir auch mal mit, haben wir noch nicht. Nihao-Shirt haben wir auch noch nicht. Chino-Hose haben wir wahrscheinlich auch noch nicht. Ein paar Kappen-Turnschuhe, okay. Die sehen nicht so toll aus. Und eine Mutter-Tagstasse, okay, sehr schön. Danke, Herr Nook. Dann bin ich mal ganz schnell weg. Ja, freu dich nur. Freu dich nur, solange du noch kannst. Ach, es gab ein neues Update zu dem Harry Potter RPG. Darauf ich mich ja mega freue, denn das Entwicklerstudio hat ein Bild veröffentlicht. Und ihr wisst gar nicht. Alter, als ob ich. Oh nein, als ob ich das nicht dahin machen kann. Muss ich das hier hin machen? Hat ein Bild veröffentlicht von ihrem Office. Und da war unten links in der Ecke ein Buch von Harry Potter. Und. Na? Sie verheimlichen ja immer noch, dass sie nichts mit Harry Potter zu tun haben, ja? Aber wieso ist denn da das Buch? Man hat schon mal ein Dobby entdeckt bei ihnen. Entweder ist er ein Hardcore-Fan, ja, der dann die Bücher heimlich auf der Arbeit liest, ja. Oder, ne? Ich will ja nichts sagen, ne? Das ist schon recht deutlich. Also für mich, ne? Und die könnten jetzt auch mal langsam mit der Ankündigung droppen. Denn es wird Zeit, Leute. Es wird Zeit. Man wird nur einmal im Leben. Weiß ich nicht. 18.
Man möchte ja auch noch irgendwas von seinem Leben haben, wenn man Harry Potter spielt. Und nicht erst, wenn man dann kurz vorm Sterben ist. Ne? Genau. So, jetzt aber, oder? Hier kein geeignetes Ufer. Hier ist doch ein Ufer. Ja, hier ist gut. Sehr schön. Gut, Leute. Dann bezahlen wir hier noch alles ab. Ja, ja, ja. Hier, bitteschön. Ich bin ja eh der Einzige, der spendet. Na klar. Die anderen können das nämlich gar nicht. Sind darauf gar nicht so programmiert worden. Aber ja. Super. Ja, Leute. Das war's dann mit diesem Part. Wir haben die Brücke gesetzt. Morgen oder übermorgen werden wir das hier abreißen. Hier oben alles. Damit wir hier das vorhaben, was ich vorhab. Der Fluss wird nämlich hier nach hier gehen. So, tsch. Und ja, ne? Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.